Mannschaftsraum A. Ich hab das Gefühl, jetzt gibt's ein Tete-a-Tete. Ne, nicht mit Ned, nein. Hab mich getäuscht. Tja, passiert. William, setz dich. Ich denke, es ist Zeit. Du sollst einiges wissen. Ja. Allerdings. Seit vielen hundert Jahren gibt es in Aqua einen Bund. Einen Bund von Männern und Frauen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, eine Überlieferung weiterzugeben. Eine Überlieferung? Wie Gilmore mir schon angedeutet hatte. Jetzt bin ich gespannt. Manche von uns gaben diese Überlieferung an ihre Kinder und Verwandten weiter. Andere waren Fremde, die zu Eingeweihten wurden. Und was ist die Überlieferung? Es hat etwas mit den Tränen des Engels zu tun, ja? Die Ursprünge des Bundes gehen bis in Oberflächenzeiten zurück. Ich selbst bin Eingeweihter. Und ich werde wohl bis zu meinem Tod der Überlieferung dienen. Aber was hat das alles denn mit mir zu tun? Du bist auserwählt, William. Dein Urahn war der Gründer des Bundes. Mein Urahn? Ja. William Drake MacGregor, Earl of Midlothian. Er lebte im 22. Jahrhundert. Die Zeit, als die Menschen die Ozeane besiedelten. Besiedeln mussten. Es gab keine Wahl. Was der Mensch nicht selbst entfachte, wurde von der Natur entfesselt. Deine Mutter hat... Emma Drake. Aber was weißt du von meiner Mutter? Sie war zwar eine direkte Nachfahrin von MacGregor, aber sie glaubte nicht an die Überlieferung. Dein Vater allerdings schon. Du kennst meinen Vater? Ich kannte ihn. Sein Name war Alonso de Granada. Ich habe gehört, dass er vor 4 Jahren im Südpolarmeer gestorben ist. Es tut mir leid. Wieso? Weil er seine Familie verlassen hat? Seinen Sohn? Weil er zum Schatzjäger wurde, dem das Andenken an die eigene Frau unwichtig war? Nein. Er hat deine Mutter mehr geliebt als alles andere auf der Welt. Mit Ausnahme von dir. Er ist der Melodie gefolgt. Die Melodie? Seine Melodie? Nein. Die Melodie deiner Mutter, deiner Familie, des Bundes. Wer war diese Frau in Atacama City? Gwen? Wenn es die Frau ist, die ich vermute, wird sie sich bald unter ihrem richtigen Namen vorstellen. Und was ist so verdammt wichtig an diesem bescheuerten Schatz? Wie viele Menschenleben ist er wert? Was rechtfertigt Angelinas Leiden? Sie hatte nie eine Wahl. Das stimmt. Aber der Bund wollte es so. Sie war die einzige Eingeweihte, die aus dem Pazifik kam. Ich verstehe nichts mehr. Aber ich schwöre dir, ich werde Angelina aus diesem Bund befreien. Ich werde zu ihr halten und sie retten. Und wenn ihr mich umbringen wollt, dann tut das. Der Schatz ist das Leben vieler Menschen wert. Und die Überlieferung besagt, nur unter unsäglichen Schmerzen wird ihn dereinst jemand finden. Wir wissen also gar nichts mehr, als hätten wir zu irgendeiner Zeit hier wirkliche Antworten auf irgendwelche Fragen bekommen. Im Prinzip sind wir immer noch nicht schlauer als vorher. Und, ja, es ist viel Gerede um den heißen Brei, um alles noch weiter interessant zu machen. Und oh, das nervt irgendwie. Ich finde es geil, aber man will wissen, was nun Sache ist. Und man kommt der Wahrheit eigentlich extrem minimalistisch näher, aber man merkt es gar nicht so richtig. So, was war das? MacGregor. War das der MacGregor aus dem Intro? Der hieß doch Ian MacGregor, glaube ich. Und der hier wurde Drake MacGregor genannt. Also, bin mir nicht sicher, ob es der MacGregor ist, von dem er träumte, der Nachfahr zu sein. Aber offenbar, nehme ich mal an, war es das. Und ja. Und ja, wir haben auch gerade gehört, dass unser Vater offenbar zerschossen wurde. Und zwar von diesem Lieutenant Hamlet. Schwache Sache übrigens, weil der war nicht so gut ausgerüstet, wie es in der Missionsbeschreibung stand. Angelina, wir retten dich jetzt. Angelina, die Melodie. Ja? Was ist damit? Sie wird deutlicher, lauter. Ich höre sie. Hörst du sie in meinem Namen? Ja, ja. Und wo noch? Das ist meine Melodie. Die Melodie meiner Mutter. Ich gehöre dazu und bin ein Teil davon. Angelina... Ja? Ich hab's mit Ned aufgenommen. Uhu. Ich sagte ihm, dass ich dich aus diesem Bund herausholen werde. Bei allem, was mir wertvoll ist. Angelina, ich werde auf jeden Schatz in Aqua pfeifen, solange du an meiner Seite bist. Ja, William, das ist so lieb von dir. Aber denk dran, was ich gesagt habe. Die Melodie kann leiser werden. Mein Name, ich selbst...
All das kann verblassen. Niemals, Angelina. Ich kenne mich in solchen Dingen nicht so aus. Aber hallo. Ja? Ich hab dich lieb. Was? Sag es richtig. Was? Ich liebe dich, Angelina. Geht doch. Und deine Melodie wird niemals verklingen. Und wenn Milliarden Tonnen Wasser zwischen uns wären, ich würde dein Gesicht so klar und deutlich vor mir sehen, wie durch eine dünne Glasscheibe. Sieh mal, wir fahren entlang des mittelatlantischen Rückens. Die Erde spaltet sich hier. Der Atlantik wird hier geboren. Ein unheimlicher Ort. William, geh schlafen. Du wirst deine Kraft brauchen. Aber ich sagte doch, dass... Psst. Ich liebe dich auch, William. Und wenn ich vor dir sterben sollte, werde ich dich über jedes Grab hinweg lieben. Aber er meinte, jetzt hat er mal die Initiative ergriffen, aber sie kommt nicht mit ins Bett. Nein! Tja, es soll ihm nicht gegönnt sein. Ja, warum ist sie auf einmal so extrem depri und pessimistisch? Die Melodie kann erlischen. Außerdem, ich glaube, der gute Drake, der Crimson, der dreht langsam durch. Jetzt hört er echt schon Melodien im Kopf. Es ist im Prinzip wie Stimmen hören. Was nu? Ich habe doch jetzt gar keine neue Mission bekommen, oder wie war das? Aber offenbar muss ich zum Doktor. Na gut. Wir bleiben in der aktuellen Ausrüstung, weil das ist sowieso mein Lieblingsschiff. Zumindest von den dreien, die wir haben. Okay, Kapverdenschwelle. Reisen wir mal hin. Warum auch immer jetzt. Wurde ja gar nicht angekündigt. Aber wir machen. Wird schon schief gehen. Und wenn wirklich, dann haben wir Pech gehabt. Au, au, au. Zack. Awesome. Undock-Prozedur eingeleitet. Harvester. Frachter der Drake Enterprises. Oh. Sie sind hier. Was? Animal, was... Wovon redest du? Crawler. Crawler? Hier? Verdammt. Da ist noch was. Was denn? Sag schon. Wir sind doch schon so oft mit denen fertig geworden. Angelina ist draußen. Draußen? Sie kämpft? Sie versucht es wenigstens. Mein Volk ist überall. Sie haben überall Posten, Höhlen, Verstecke. Sie brauchen kein Licht. Mein Gott. Ich muss sie da rausholen. Schnell, mein Smartsuit. Wenn sie ihr nur ein Haar krümmen. Sie werden mehr als das tun. Wir haben ihnen Dr. Finch weggenommen. Wir haben sie grundlos angegriffen. Und sie wissen, dass wir auf einer Mission sind. Und was bedeutet das? Vielleicht werden sie Angelina gefangen nehmen. Als Geisel. Entführungen sind unsere... ihre Spezialität. Ich muss raus. Angelina helfen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Ich bin bei dir, Bruder. Er hat mich Bruder genannt. Oh, wie schön. Wieso ist Angelina draußen, verdammt nochmal? Und verdammt, wieso können die Crawler uns so weit verfolgen? Woher wissen die das? Ich dachte, das wären so eine quasi Tiere. Und jetzt sind es offenbar organisierte Leute und keine Ahnung. Und bla. Und wir müssen jetzt irgendwie erst mit... Warum? Ich will zum Doc. Egal. Amitab. Drake. Was willst du hier? Ich denke, diese verfluchten Bilgenratten von Crawlern haben deine Freundin. Amitab, du bist betrunken, was... Scheiße. Ich sag dir was. Ich werde den Schatz nicht mehr sehen. Du nicht und Ned nicht. Salam. Wir sind Idioten. Wir verfolgen die... Wie heißt das? Die Spuren... Meeresboden? Die Spuren des Engels auf dem Meeresboden. Inshallah. Hier ist auf diesen Brainquell. Da muss sogar eine Bilgenratte kotzen. Ja. Wir haben natürlich die Zeit, mit Amitab ein total versoffenes, ewig langes Gespräch zu führen, während unsere geliebte Angelina draußen, naja, und Ned ist auf dem Steuerdingens offensichtlich und hat auch noch was zu sagen. Okay. Wir haben ein schwaches Signal von ihr empfangen. Nein, sie muss weit entfernt sein. Verschleppt. Animal sagte, dass es hier draußen einen Versorgungsposten der Crawler gibt. In diesem Fall wäre ein Crawler-Scout sehr praktisch. Ja. Sie werden sie töten! Nicht, wenn ihr es verhindern könnt. Schicksal. Niemand kann dagegen ankämpfen. Warum kommst du nicht mit? Hast du kein eigenes Schiff oder was? Bestimmt auch. Oder müssen doch eigentlich alle ein eigenes Schiff haben. Zumindest haben sie mich damals ja gekapert. Fasi hatte nichts zu sagen. So, natürlich haben wir bereits den Crawler-Dingens ausgerüstet. Ich glaube, den Doom Mortar können wir jetzt mal wegnehmen.
Ich meine, der macht schon geil Schaden, oder? Nee, warte, wir machen das folgendermaßen. Wir nehmen die Vendetta weg, nehmen die den ihren Pector rein, nehmen dafür die Superpanzerung raus und nehmen die zweitbessere. Und das behalten wir drin. Dann speichern wir und zackedi-dackedi-dackedi. Zurück. Und jetzt geht es um die Wurst. Oder besser gesagt, um Angelina, Crawler und Engel. Aufgabe. Crawler greift die Harvester an. Ich denke, Angelina. Angelinas Schiff wurde gekapert und verschleppt. Sie befreien müssen, tun wir. Jawohl. Taktischer Hinweis, ein Crawler-Scout wäre praktisch. Ja, danke. Ist eh mein Lieblingsteil. Daher passt das schon. So, ab geht er. Hui. Hallo, Animal. Warum hilft Stony nicht? Warum? Ihr zwei Jungs sorgt mir dafür, dass Angelina heil wieder hierher kommt. Er ist wieder ernüchtern. Hoffentlich entdecken sie die Harvester nicht. Ich denke, wir werden angegriffen. Das stand in der Missionsbeschreibung gerade. Die wollen mich doch alle ärgern. Was ist denn hier nicht richtig? Oh, ich bin so schnell, schön. Crawler sind wie jeder andere in Aqua. Sie wollen töten, bevor sie selbst getötet werden. Finde ich gut. Hey, aber im Gegensatz zu den anderen machen sie aus ihren Opfern Filet Mignon. Skipper, leise. Sie sind nah. Wieso? Hören die unseren Funk ab oder was? Wo bist du denn hin? Animal, hast du irgendwie eine richtige Route oder fährst du so betrunken hin und her? Oh, guck mal da. Was? Hä? Wieder weg? Ist ja komisch. Er war da und war wieder weg. Na, viel Spaß, Leute. Genau. Spaß werden wir haben, oder? Opala. Verdammt, ich will hier nicht verrecken. Zu spät, das zu ist spät. Jetzt dein Weg, Drake. Was? Ich warte auf dich und Angelina. Na, danke. Ihr seid so tolle Freunde. Ihr helft mir echt in jeder Situation. Ach, Kacke. Ob ich da jetzt vielleicht doch meinen Doom Mortar nehmen sollte, wenn ich ihn schon hab? Oh, das ist bloß ein Raketenwerfer, das geht ja so. Zack. Da ist aber noch einer und noch einer. Du Mortar, ich hab die ja nicht umsonst mitgenommen, denke ich mir. Zack. Zack. Da raus. Jawohl, ein Schuss noch. Bumm, das schießt schon. Bam, erwischt. Da ist eine Fieder, es gibt mich gar nicht, auch okay. Ach Mann, der Geschütztürme überall. Ich hasse sie. Zack. So, jetzt zu dir da oben. Moment. Feuer. Der sieht mich echt nicht sehr doof. Oh, guck mal. Rechtes Feuer geht's ja auch noch bei dem. Was macht denn der rechte Schuss anders als der linke? Der schabert dann nicht. Der macht weniger Schaden irgendwie. Und schießt doch langsamer. Hä? Aua, ich hab Schaden. Aua, was zum Teufel? Ach, da ist noch ein Geschützturm. Ah. Der ist so verprügelt gerade. Was ist denn der Sinn? Dem hier gegenüber von dem hier. Vielleicht irgendwie... Keine Ahnung. Ach, da ist auch noch was. Die habe ich gar nicht gesehen gehabt. Mal gucken. Vielleicht macht das ja mehr Schaden gegen Bodengeschütze oder so. Zumindest der Ruckzuck weg. Das ist schon mal nicht schlecht. Die sehen mich irgendwie gar nicht, Dinger. Die Zielhilfe, die ist voll von Arsch. Das ist nicht richtig, was da steht mit Zielhilfe. Tatsache. Okay, alles klar. Der rechte Mausklick hier bei der Plasma-Getting macht super Bodenschaden. Ich sehe noch rote Ziele hier rechts links neben mir, aber irgendwie ist das verarsche. Ach so, da waren mal wir hier drauf. Alles klar. Ist wohl ein bisschen buggy, dass er nur angezeigt wird. Ach, noch so ein Ding. Nimm das, du Geschütz. Das ist echt effektiv. Das ist ja geil. Muss ich auch umgucken, Mann. Du wirst noch sterben! Bei deinem Nervpunkt liegt die Energieversorgung Mann. Des Postens. Leg ihn lahm. Mach ich. Pass auf die Sniper auf. Ach, was? Ich hab selbst keine Sniper dabei, verdammt. Oh. Ach so, schwer geschützt, verdammt. Dafür habe ich aber ganz wenig Schilde. Das wird super werden gegen die Sniper. Aber wieso haben jetzt die Geschütze keine Reichweite mehr auf einmal? Ist ja auch komisch. In allen anderen Missionen haben die Sorgen für eine Reichweite und hier, zack, mache ich die Glocke aus der Distanz kaputt, bevor sie mich angreifen können. Wenn ich dann aufpassen würde, entsprechend. Komisch. Da ist ein Sniper, glaube ich. Uah. Da fällt auch noch einer. Nee, wo ist ein Torpedoturm?
Und der ist ja berechenbar. Einigermaßen. Und schnell tot zu machen, aufgrund meiner, wenn ich treffen würde, sekundären Feuermodus meines Moduses. Oh, ich stehe schon tot jetzt hier. Hallo? Na los! Jawoll, ja. Aber es strafet sich sehr viel besser mit dem schnelleren Vehikel, was eigentlich wenig überraschend ist, aber mit der Mighty Maggie habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich wirklich strafen konnte. Jetzt geht das ganz gut. So, ich schleiche mich von hinten an den Sniper ran und diese Location erinnert mich sehr an die erste größere Mission, wo wir auch mit Snipern zu tun hatten. Hey, du Idiot! Ach, der ist... Hä?